Heute geht es um das Thema Myome. Können Sie sich bitte erst einmal vorstellen? Ja, hallo, mein Name ist Kerstin Winkler. Ich bin die Chefärztin der Frauenklinik in der Asklepios-Klinik Weißenfels. Unsere Klinik, Teil des Asklepios-Konzerns, ist eine Klinik der Schwerpunktversorgung im Burgenlandkreis im südlichen Sachsen-Anhalt. Unsere Abteilung, die Frauenheilkunde, ist spezialisiert auf die Gynäkologie, das heißt, wir haben innerhalb der Abteilung keine Geburtshilfe mehr zu betreuen und haben uns besonders spezialisiert für die Onkologie, insbesondere die Brustversorgung und den Uterus myomatosus, das heißt, wenn die Gebärmutter Myome bildet und diese Probleme machen. Das ist spannend. Welche Vorteile hat denn eine Klinik mit einem spezialisierten Myomzentrum? Wir haben früher Myome gern schnell operiert. Heute haben wir ein breites Spektrum an Therapiemöglichkeiten und wir haben uns besonders interessiert und haben innerhalb unserer Klinik das so aufgebaut, dass wir das ganze Spektrum der Behandlung heute bedienen können. Das heißt, wir können für jede Patientin, die Probleme hat mit Myomen, einen individuellen Behandlungsplan erstellen und damit sie ganz persönlich hoffentlich gut versorgen. Okay, super. Wer sind denn bei Ihnen in der Klinik die Ansprechpartner für Myome? Die Ansprechpartner sind in erster Linie einmal die ärztlichen Kollegen des Hauses und im Speziellen bin ich das. Das heißt, ich bin neben der chefärztlichen Position auch Leiterin der Myom-Sprechstunde. Wenn Sie zu uns ins Haus kommen, werden Sie also von mir persönlich beraten werden, wenn Sie Probleme mit dem Myomen haben. Andere Ansprechpartner sind die Kollegen in den Ambulanzen und auf Station. Dazu können wir vielleicht später noch was sagen. Wie mache ich denn jetzt bei der Myom-Sprechstunde einen Termin? Idealerweise rufen Sie persönlich an bei uns. Die Rufnummer und die Kontaktdaten werden wir dann noch einblenden. Oder Sie können es auch online machen, per E-Mail zum Beispiel, oder über die Praxis Ihres Frauenarztes.